Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play, der letzten auf Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir uns den wunderschönen Bereich hier ein bisschen genauer angeschaut, indem wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen werden. Denn was haben wir denn hier? Puh, was Schönes. Das Teil ist mir das letzte Mal auch noch aufgefallen. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was das eigentlich macht, beziehungsweise was hier denn eigentlich passiert. Wer bist denn du? Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Die Kamera, beziehungsweise besser gesagt das Purapad. Das ist auf iPad, Purapad ist der Shit. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Ui, sieht ein bisschen aus wie eine Switz, ne? Zuerst so eine Switz in dem Design wäre schon cool. Und wir haben das Purapad erhalten. Okay. Mit Minus kann man es öffnen. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß die übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Wo bin ich denn hier? Dies hier ist der Garten der Zeit. Das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Rittenzeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen tadellosen, trostlosen Ort niemand mehr. Jetzt kann man da doch was machen, sehr interessant. So, die Suche nach Zelda, so sieht's aus. Sagen wir doch mal, wenn wir jetzt mal machen, mal Minus drücken. Okay, dann sehen wir, dass wir da, glaube ich, hin müssen. Oder suchen wir erstmal das, was wir hier haben. Ja, jetzt macht das alles schon ein bisschen mehr Sinn hier. So, es hat immer nur noch nicht viel Leben, das ist nicht sehr gut. Bin ich richtig dumm, dass meine ganzen Leben schon da gelassen habe, aber ich glaube, wenn wir einen Apfel essen. Jawohl, bekommen wir mehr Leben. Also, nicht ein bisschen wie Minecraft, aber gerade nur ein Viertel Leben mehr. Was irgendwie nicht gut ist. So, es war wieder mehr Äpfel. Ah, falsche Taste. Die essen wir einfach gleich alle. Ah, den kann man auch essen. Tut auch mein Leben auffüllen. Sehr schön. Fehlt noch ein Viertel, dann haben wir ein volles Leben. Komm. So. Jetzt sind wir vollstens bereit, uns mal anzuschauen, was wir hier eigentlich haben. Oh, du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Wenn du deinen Weg fortsetzt, nimmst du dich vor den Militärkonstruktionen. Ach, Militärkonstruktion? Die Militärkonstrukte, wurden damit beauftragt, dieses Himmelland zu unterstützen. Unsere Asafa, die Sonau, befahlen ihn, unerwünschte Eindringlinge den Gar auszumachen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten. Zeuge daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eins jener Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets einen passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen.
Ah, also mit ZL kann man also ein Ziel erfassen. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freunden an mir selbst ausprobieren. Mit Freude. Doch bitte nicht wirklich angreifen. Gut, das klappt ja. Okay, das passt. Gut, das ist ja mal eine nette Warnung. Den Stock nehmen wir gerne. Ah, und die kann man dann auf Sachen draufwerfen. Ui. Da ist ein Apfel drin. Schauen wir noch mal, ob bei anderen auch noch ein Apfel drin ist. Jawoll. Wir randalieren hier erstmal. So muss das. So, ihr braucht irgendwann mal was anderes, als die ganze Zeit nur ein Schwert. So, und jetzt gehen wir auf nach unten. So, schauen wir doch mal, wo wir hier rauskommen. Ich bin gespannt. Aber es macht Bock, das Game auf jeden Fall. Das sehe ich jetzt schon so. Ja, wir laufen ja einfach sich in die richtige Richtung. So, ah ja, jetzt kommen die blöden Leute hier. Aber ich lasse mich von denen nicht stören. Eigentlich kann man den Stand jetzt noch relativ gut ausweisen. Das ist gut, aber ich weiß, wie lange das noch geht, ne? Ah, ist ein Lagerfeuer. So, was hast du zu sagen? Sei gegrüßt. Der köstliche Duft hat dich hierher gelockt. Habe's Rest? Die meisten Speisen werden wohlriechender, wenn sie bei Feuer geröstet werden. Außerdem sollten sie dadurch besser Geschmack und nahrhafter werden. Rosten? Oh, entschuldig, ich musste gerade noch mal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal, dann hör gut zu. Eine der Aufgaben zum Konstrukten ist es, Besuchern, die zum ersten Mal da sind, diverse Dinge zu erklären. Wenn du also Fragen hast, wende dich an. Okay, okay. So, sind wir rösten jetzt. Du kannst Zutaten rösten, indem du sie in die Hand nimmst und dann direkt neben das Lagerfeuer legst. Ja, das macht Sinn, ne? Ich selbst esse ja nichts, deshalb kann ich über den Geschmack nichts sagen. Das ist für mich halt lediglich ein Begriff, ne? Mhm. Aber von unseren Asafern weiß ich, dass das Rösten von Zutaten ihren Nährwert erhöht. Okay. Würde ich ja gerne mal ausprobieren. Wären da nicht gerade diese bösen Viecher von mir her. Aber dann lassen wir das einfach für nachher. Ne? Oh! Die kommen jetzt mit. Den habe ich jetzt wirklich nicht kommen gesehen. Boah, die können ganz schön weit werfen. Wir warten, bis die ganze Zeit weg sind, weil ich würde das ganz gerne mit den Rösten eigentlich voll gerne mal ausprobieren, bevor es das in den Tempel reingehe. Ist ja gerade nichts, ne, Supi. So, ah, Rosthimmelspilz, okay. Rostapfel, jawoll. Dann macht der Mr. Sachlis, upsie, falsche Taste. Dann macht der Mr. Sachlis, so, jetzt muss gleich zwei hier hinklatzen. Ans Feuer legen.
hoffe, es ist normal, dass das irgendwie... Boah, können die verbrennen? Nee. Ach so, ach, der eine ist noch nicht fertig. Ah. Den haue ich mal wieder hier hin. Jetzt habe ich die ganzen Röstäpfel. Das ist gut, weil die bringen halt mehr Herzen. Ist sinnvoll, ihr wisst es. Jetzt sind wir einmal halt. Nächstes rüber sind verkacken. So. Jetzt sind wir hier. Die Frage ist, was gibt es hier ist, wenn es zu sehen? Let's find it out. Was haut das nochmal hier alles Höhne an? Hier die ganze Umgebung. Oh, da ist auf einmal ganz schöner Nebel. Überall. Hm. So, ich glaube, hier müssen wir hochklettern, ne? Schauen wir doch mal. Wo uns die Reise hinführt. Das ist gut, es tut dir nichts. Ich will einfach nur in diesen Tempel rein. Ah, uncool. Ich hoffe, ich komme rein, bevor der Typ mir jetzt irgendwie einen Pfeil in den Kopf haut. Wäre zumindest sehr wünschenswert. Oh. What's that? Wie ist meine Hand so komisch grün? Die Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Aha. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Einziger Besitzer des Restenarms. Mhm. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Oh. Nicht so optimal. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Mhm. Sehr interessant. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Okay, dann sollten wir uns wohl mal auf den Weg machen zu diesem Schrein, würde ich sagen. Okay, mit Minus kann es, ne, die ganzen... Ja, alles sehen, was für mich relevant ist. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie von diesen blöden Dings wegkommen. So, komme ich hier irgendwie einigermaßen lebendig runter, ich glaube nicht. Dann machen wir es halt über das Swim, ne? Wie kommt man eigentlich überhaupt dahin? Ah, jetzt willst du mich mit Steinen bewerfen, ich sehe es schon. So, aber jetzt bist du weg. Also, wir müssen da nach hinten hin auf die andere Seite. Und das, meine lieben Leute, werden wir tun. Bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda. Tears of Kingdom. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao.